Aber es fehlt jetzt trotzdem noch Nummer 3. Ach, guck mal. Da oben. Da ist ein Fenster offen. Die große Frage ist nur, wie kommt man darauf? Kann ich eigentlich, wenn ich hier drauf schieße? Schade, kommt kein Wasser raus. Ja, ich will hier hoch. Warum klettert der mal und mal nicht? Na. Jetzt hab ich's. Ist dann hier aufs Vordach und dann sind wir auch drin. Da ist der Schalter. Und hier ein paar Vorräte. Eine Menge Pesos. Ein bisschen Schrott. Tja, ja, eine nette Hütte und keiner ist hier. Oh, doch, da sind welche. Oh, wir haben sogar eine Werkbank hier. Ich will jetzt noch auch noch was. Dann machen wir mal Licht an. Ah, nicht, nicht gut, das ist gar kein Knopf. Sondern das war der Knopf, also der ist einfach nur das anders. Schatzsuche abgeschlossen. Was haben wir jetzt bekommen? Supremo-Kleber. Herausgerissene Tagebucheintrag. 12. März 1967. Lorenzo ist ein verdammter Narr. Ich wusste, dass diese Frau eine Spionin war. Dreimal hat sie in seinem Bett geschlafen. Dreimal war das Militär auf unsere Angriffe vorbereitet. Mein Verdacht bestätigt sich gestern Abend, als ich ihre Aktivitäten mithörte. Ich konnte sie unmöglich das Lager verlassen lassen. Nach den Dingen, die er ihr ins Ohr geflüstert hatte, eine Schande. Von all den Frauen, die er während dieses Kriegs verführt, war sie bei weitem die schönste. Ich werde mich morgen früh mit Lorenzo unterhalten. Vertrauen ist alles, was wir Gilius haben. Und im Moment vertraue ich ihm nicht. Lobo. Niemand glaubt an uns. Doch ich zweifelte nie an unseren Fähigkeiten, denn wahre Jaraner haben die Überzeugung, eine Pumpgang, Schrotflinte. Gehst du nicht kaputt, die Propaganda-Fernseher. Also so lange kann es auf jeden Fall nicht her sein, dass hier jemand war. Hier brennen Kerzen. Was können Sie uns über dieses große Wunder namens Vivido erzählen? Vivido ist unser Geschenk an die Welt. Ey, aus dem Weg. Ihr könnt aber streicheln. Hey, bleib hier, ich wollte dich streicheln. Was machst du da? Jetzt backt der rum. Aber mir auch egal sein. So, da unten ist irgendwie was rot. Das ist so weit weg. Okay, wir haben die Schatzsuche gemacht. Das heißt, wir fliegen jetzt hier hin. Und nehmen uns die Satellitenstation. Also ein bisschen mal direktere paar Ziele machen hier. Auf geht's. Wir müssen ja mal vorankommen. Warum habe ich eigentlich hier bei dem Helikopter keine... Die Sicht ist irgendwie komisch. Und hier habe ich auch keine Waffe. Nein, 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 nein. Ich habe wieder den falschen Knopf gedrückt. Nein, mein schöner Helikopter. Landet der oder stürzt der ab? Nein, er ist abgestürzt. Versuchen wir es einfach mit dem Wingsuit. Ein bisschen dahin zu bekommen. Ui, ein bisschen höher. Oh, jetzt ist schon. Das Lager ist auch noch sehr hoch. Da wäre der Helikopter schon echt cool gewesen. Okay. Wow.
Attacke! Ja, verdammt. Was ist denn das hier? Ja, ich hol dich halt gleich. Mann! Den wollte ich eigentlich mit dem Bogen machen. So, jetzt bist du doch befreit. Kann ich das nächste Mal streichen? Bleib doch mal stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Chichiro. Da jetzt. Chicharron, böser Vogel. Ich meine, streicheln und dann wieder einen nur fressen. Zumindest picken. Ich weiß nicht, ob. Ist das überhaupt eingenommen von mir? Nein, natürlich nicht. Aber es ist blau. Ich muss auf. Hätte ich gehofft, vielleicht hier einen Helikopter rufen zu können. Aber das sieht nicht gut aus. Weil da ist doch eine. Nein, das ist einfach nur blau. Ich glaube, ich sollte es anders angehen. Ich sollte mir einen neuen Helikopter holen. Mal hier, doch, hier wieder hingehen, dann darüber fliegen. Ich glaube, das ist sinnvollere. Doch noch einen Helikopter zu holen. Sonst kommen wir da die ganze Zeit den Berg nicht rauf und düllen dann da nur rum. Hey, mästest du den Hahn fürs Weihnachtsessen? Nein, eigentlich nicht. Du hast was für mich? Danny, das Militär hat einen Vorratsabwurf angekündigt. Hättest du Lust, das für uns zu erledigen? Sehr nett von dir. Das ist so Guerilla? Kann ich jetzt eigentlich hier nicht auch einfach Munition kaufen? Das ging bei den anderen Spielen, ging das doch auch. Dass man sich hier einfach wieder aufgefüllt hat. Bei den Händlern. Das ist echt kacke. Ich muss ja eine Möglichkeit einfach geben, seinen Munitionsvorrat wieder aufzufüllen. Also das finde ich. Also, jetzt habe ich ja voll Munition. Okay. Warum auch immer. Habt ihr ja gekauft, habe ich ja nichts. So. Jetzt probieren wir es mal aus und nicht mit X, weil X ist aussteigen. Aber A will doch eben schießen. Oder die Schultertasten. So, schau mal anzeigen. Na, wir haben einfach keine Schusswaffe. Sehr blöd. Dass unsere eigenen Helikopter sowas gar nicht haben. Na egal. Hauptsache, wir kommen erstmal dahin. Wir sind eigentlich jetzt hier diese Munitions. Weil das ist ja direkt da. Landen. Aber so, dass der mir nicht verloren geht. Ist hier niemand? Hier muss ich vorsichtig sein. Würde man meinen, aber hier ist keiner. Pues
Okay, hier war einer. Hier sammeln. Ja, da war glaube ich schon was, oder? Medizin, ja, da. Gut, dann gehen wir einfach rauf und nehmen es das, ne? Achso, nee, wir müssen das dann hier. Lieferung ist raus. Erst holen. Unter diesen Bedingungen erwarten wir die Ankunft in der Nähe des Leuchtturms San Telmo. Bitte um Bestätigung. Ist bestätigt. Wir sind auf dem Weg. Eine Sonderlieferung? Nur für mich? Oh, wie nett. Wo ist mein Helikopter? Anderen Seite. Da. Gut, dass ich mit dem unterwegs bin. So. Und los geht's. Ich glaube nicht, dass es unbedingt gedacht ist, dass man mit dem Helikopter das macht. Aber wenn wir den schon einmal hier haben. Das muss die Gelegenheit ja nicht entnehmen, gehen, ne? Da so schnell hinzukommen. Sonst hätten wir wahrscheinlich mit dem Motorrad, was da gerade war, hier hinfahren müssen. Dann wäre es ja ein bisschen knapper geworden. Aber ist mir ja ganz recht. Mich jetzt nicht hetzen zu müssen. Ich glaube, ich komme näher. Damit du es weißt, Yelena ist unser Boss. Ich bin Teamkapitän und Gilberto kannst du gar nicht verfehlen. Wieso? Wer ist Gilberto? Nur der allerbeste Spion von Yara. Du kannst in El Este nicht mal furzen, ohne dass Gilbertos Netzwerk davon hört. Spione und Hacker. Der Moral meint es ernst. Du hast recht. Und wenn du noch nie in Concepción warst, dann wurde eine Ausgangssperre verhängt. Nach Sonnenuntergang kommen die Soldaten raus. Danke für die Warnung. Verdammt, ich habe einen Hubschrauber am Arsch. Ruf an, wenn du da bist. Verdammt. So. Doch noch jemand hier? Haben nicht alle mit dem Bogen erwischt. Aber egal. Ging ja trotzdem ganz gut. Kein Luftangriff hier gefordert worden. Danny, du hast dich selbst getroffen. So. Können wir hier ein bisschen beschmieren. Tja, das kommt davon. Supremo-Kleber haben wir auch wieder. Mal ein bisschen umgucken, ob hier noch irgendwas mehr gibt. Ui. Was ist denn hier passiert? Okay, der ist nicht durchs Dach gefallen. Das sieht mir jetzt nicht nach einem Kult aus. Ja, definitiv. Da ist noch ein Aufrufezeichen. Und noch eine Kiste. Die müsste hier drin sein, oder? Oder ist jetzt hier für diesen Altarkult da das Zeichen? Warte, da war gerade noch was, oder? Armer Kerl. Aber hier ist nichts. Nix. Nehmen wir noch das Benzin. Wo ist jetzt die Mission? Da oben. So, da war ein Gitter. Deswegen kam ich gerade hier nicht durch. Hier haben wir noch ein bisschen was zum Einsammeln. Dann Kletterhaken. Wir müssen da hoch. Yeah.
Ja. Muss ich jetzt hier so laufen? Um da ranzukommen? Ja. Ui, geschafft. Da ist eine Karte. Ein Depot verzeichnet. Wo ist das jetzt schon wieder? Achso, das ist das hier, ne? Schmugglergut. Das ist eine Libertatkiste. Und hier angeblich auch. Ne, das ist ein Depot. Komisch, komisch. Wie komme ich da? Das ist der Haken. Und einmal bitte runter. Jetzt ist das Seil lang genug. Die ist unter uns, die Libertatkiste. Aber wie kommt man denn da jetzt in den Keller? Hier ist eine Tür. Komm ich nicht drüber gehüpft. Muss man halt rumgehen. Tja, ich komme aber nicht rein. Ach egal, komm. Haben Wichtigeres zu tun. Auf! Lass uns immer viel zu viel ablenken. Von unseren eigentlichen wichtigen Missionen. Aber jetzt haben wir, glaube ich, nichts auf dem Weg dahin. Lamierter Aussichtspunkt. Und warum ist da Uran? Hä? Ist das nicht etwas, was wir schon mal eingenommen haben? Abgereichertes Uran? Moment, jetzt bin ich schon wieder abgelenkt. Ah, ja. Aber hier scheint noch abgereichertes Uran zu fehlen. Tatsächlich. Das sollte ich doch mal einnehmen, würde ich sagen. So mitnehmen. Ein Offizier. Ich muss vorsichtig sein. Ja. So vorsichtig muss man nicht sein. Man muss nur ziemlich gut schießen. Das ist der Trick an der Sache. Ist hier irgendwo noch was rot? Alles einnehmen und dann eben kurz den Gegner hier ausschalten, bevor was ist der denn? Irgendwo hier muss der sein. Schießt gerne gegen den Baum, glaube ich. Wollen die mich verkackeiern? Was? Ich sehe dich. Schieß auch. Hauptsache, die waren hier noch in unserem Dingens hier. Freizeitpark. Ist das hier was? Nein. Aber er ist echt groß, der Freizeitpark.